Ich glaube, es war so vor circa 2 Wochen oder so, als meine Oma mal wieder für mich Ajika, beziehungsweise für uns alle, nicht nur für mich, Ajika gemacht hat. Und zwar Ajika ist ein traditionell russisches, aber ich glaube, es gibt es auch in anderen Ländern in Osteuropa, Gericht, was eigentlich immer mehr so eine Art Beilage ist. Es ist so ein pikanter Brotaufstrich, Dip, Soße, und das schmeckt wirklich super lecker und verfeinert so viele verschiedene Speisen. Ich persönlich esse ja am liebsten pur, wenn ich könnte, einfach nur löffeln, aber dann wäre es zu schnell aufgebraucht. Aber ich will euch unbedingt dieses Rezept mit auf den Weg geben, mit euch teilen und davor noch ein paar Hintergrundinfos mit auf den Weg geben, was überhaupt Ajika ist, woher es kommt und was man eigentlich alles damit machen kann und welche Variationen es so gibt. Also Ajika, wie ich schon vorher gesagt habe, das ist eher so ein scharf, pikanter Brotaufstrich, kann man aber auch sehr gut zum Grillen benutzen oder halt irgendwo, wo du irgendwie bei einer Soße, ob es bei Nudeln, noch einen kleinen extra Pep reinbringen möchtest, ist Ajika echt eine tolle Sache. Es war ganz, ganz ursprünglich, wurde es nur hergestellt aus Salz, Pfeffer und Knoblauch. Und diese Ajika aus diesen drei Basic-Zutaten war vor allem ein sehr, sehr beliebter Proviant bei allen Leuten, die sehr viel zu Fuß damals unterwegs waren. Also Überlieferungen zufolge haben einfach sehr gerne Seemannsmänner, Jäger, Krieger das mit auf ihren Weg genommen, damit sie schön groß und stark werden oder stark bleiben, besser gesagt, auf ihrem Weg. Aber keine Sorge, Ajika ist mittlerweile überhaupt nicht mehr so stinkig, wie es vielleicht früher dann mal war, wenn es nur, ja, Knoblauch als Hauptzutat mit ein bisschen Salz und Pfeffer hatte. Heutzutage ist es eigentlich hauptsächlich nur Tomate und Paprika. Aber es kann mit jedem x-beliebigen Gemüse verfeinert werden, was ihr zu Hause habt. Also ob Zucchini oder Aubergine. Die Russen natürlich auch noch sehr, sehr viel Grünzeug immer. Also Dill, Petersilie, Koriander. Also einfach viel Grünzeug, viel Gewürze und einfach Gemüse, frisches, was ihr da habt, aber traditionell eben immer mit sehr viel Tomaten und Paprikas oder auch Peperonis, falls ihr das auch gerade da habt. Und damit es nicht nur salzig-sauer ist, geben wir auch immer noch sehr gerne ein bisschen Apfel oder so süße Karotte mit rein. Dann schmeckt das Ganze eben schön süß-säuerlich und hat man noch mehr Aroma beim Mampfen. Und wie das jetzt aber genau im Detail funktioniert, das zeige ich dir jetzt mit meiner Oma zusammen. Die genauen Mengenangaben und nochmal Tipps zum Rezept findet ihr wie immer unter diesem Video in der Infobox nochmal alles aufgelistet. Also fangen wir an. Geben wir jetzt erstmal unseren ganzen Knoblauch in einen Fleischwolf. Falls ihr jetzt keinen manuellen Fleischwolf mehr daheim habt, könnt ihr natürlich auch irgendeinen Gemüsezerhacker benutzen. Es ist auch ein bisschen mühselig, muss ich sagen, das alles mit dem Fleischwolf da, ja. Das durchzumahlen. Also ein Zerhacker tut es auf jeden Fall auch. Achtet nur darauf, dass es dann, wie gesagt, sehr, sehr fein ist. Wir haben das mit den Karotten dann auch im Zerhacker gemacht, weil es einfach zu lange gedauert hat. Die klein gehäckselten Karotten kommen dann zusammen mit einer Tasse Olivenbratöl in einen Topf und das Ganze erhitzen wir dann kurz. Sobald das Ganze kocht, wird der Herd wieder auf die niedrigste Stufe gestellt und da köcheln dann die Karotten so für circa 15 Minuten. In der Zwischenzeit könnt ihr dann eure ganzen Tomaten und die Paprikas und die Chilischoten auch nochmal klein häckseln oder durch den Fleischwolf geben. Und dann gebt ihr diese Tomaten-, Paprika- und Chili-Mischung noch zusammen mit 3 Esslöffel Zucker ebenfalls in den Topf dazu. Dann drehen wir den Herd nochmal auf maximale Stufe, dass es nochmal ganz kurz aufkocht. Und sobald es wieder kocht, sofort wieder runter auf die niedrigste Stufe und erneut 15 Minuten köcheln lassen. Und nachdem dann das Ganze für insgesamt 30 Minuten ein bisschen gebrodelt hat im Topf, kommt nur noch zum Schluss ein bisschen Pfeffer, ein halber Esslöffel Salz, eine Tasse Weißweinessig, der ganze geriebene Knoblauch und das kleingeschnittene Grünzeug, also wir hatten jetzt halt Koriander verwendet, in den Topf mit hinzu. Das Ganze rühren wir dann einfach einmal nochmal um und lassen es nochmal 10 Minuten köcheln. Und nach diesen 10 Minuten, also insgesamt sind dann 40 Minuten vergangen, schalten wir den Herd aus und lassen dann den ganzen Topf einfach noch 5 Minuten stehen, dass das alles ein bisschen durchziehen kann. Und in der Zwischenzeit schnappen wir uns die Deckel von den Einmachgläsern und kochen die einfach in heißem Wasser nochmal auf, nur um die nochmal zu desinfizieren. Und nach den 5 Minuten, nachdem das alles ein bisschen durchgezogen ist, füllen wir die wirklich noch heiße Soße gleich in diese Einmachgläser um.
und verschließen den Deckel ganz, ganz fest. Dann stellen wir die Gläser zu guter Letzt wirklich nur noch an einen lichtgeschützten, warmen Ort, also Zimmertemperatur reicht. Wir tun immer noch ganz gerne eine Decke drüber oder irgendwelche Kissen und da lassen wir es einfach für 24 Stunden wie so in einem kleinen warmen Bunker stehen. Und am nächsten Tag müsst ihr das Ganze dann nur noch in den Kühlschrank stellen und dort hält es sich, wenn ihr es verschlossen lässt, mehrere Monate problemlos. Und wenn ihr es dann aufmacht, würde ich es halt binnen einer Woche aufessen, dass es halt nicht schlecht wird. Aber ansonsten wäre es schon am zweiten Tag dann gleich verzehrbereit. So meine Lieben, jetzt wisst ihr auch schon, wie man traditionelle Ajika daheim selber machen kann. Lasst mir sehr, sehr gerne eure Variationen und eure Abwandlungen und eure kreativen Ideen, was man damit sonst noch so machen kann, in der Infobox unten da. Ich freue mich sehr von euch zu hören. Falls ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet auch, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine wunderschöne Restwoche. Bleibt fit und gesund und dann sehen wir uns wieder bei einem neuen Video übernächste Woche Dienstag. Bis dahin, Pirti!